Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich hier eingefunden, um den vierten Teil zu lesen aus dem Buch Enthüllung über die geheime Priesterbeichte und die Abscheulichkeit der vorgeburtlichen Taufe. Wir haben da über die vorgeburtliche Taufe in der letzten Sendung drüber gesprochen und die Abscheulichkeiten, glaube ich, wirklich sind jedem deutlich geworden. Aber glaubt mir, wenn wir über die Priesterbeichte in die Details gehen, dann wird's nicht besser. Es ist einfach grausam, was die römisch-katholische Kirche da als Dogma ihren Priestern beibringt, wie das zu tun ist. Und wie die Menschen das dann auch noch über sich ergehen lassen. Und glauben, dass das von unserem Vater im Himmel ist. Das kann nur, wenn man nicht den wahren Geist empfangen hat. Das ist das, was ich dazu sage. Da sollte sich jeder römische Katholik doch mal fragen, ob diese ganzen Dinge, die wir hier lesen, tatsächlich von einem Gott kommen können, der die Menschheit doch liebt. Oder ob die nicht vielleicht eher von einem Gott kommen, der die Menschheit hasst. Weil es ist ja, glaube ich, ziemlich bekannt, dass die Menschen den Gott, der sie liebt, hassen. Und den, zwischen Anführungszeichen, Gott, der sie hasst, lieben. Wenn der Klang heute ein wenig anders ist, ist das, dass ich gerade eben mit meinem drahtlosen Kopfhörermikrofon Probleme hatte. Ich bin verändert auf mein uraltes Mikrofon mit dem Kabel dran. Ich persönlich finde den Klang hier viel besser. Aber die Umweltgeräusche, also das Rauschen drumherum, ist ein wenig lauter. Und das ist natürlich ein bisschen nachteilig. Aber ich weiß nicht, was mit dem Mikrofon ist, dem anderen. Ich muss das morgen im Laufe des Tages mal nachschauen, ob sich das Problem weiterhin auftritt. Und sonst muss ich mir vielleicht ein neues kaufen. Jetzt gebrauche ich erstmal dieses alte, weil ich wollte die Lesung heute Abend gerne machen. In dem Unterabschnitt am Ende auf Seite 13 als Mediziner der Seele fangen wir nochmal an. Wir haben da bereits letztes Mal reingelesen. Jetzt lese ich da nochmal rein und werde dann auch etwas weniger kommentieren am Anfang, bis wir zu dem Punkt kommen. Das ist der zweite volle Absatz auf Seite 14, wo wir dann im Grunde weiterlesen. Als Mediziner der Seele wird hier geschrieben. Der Priester nimmt eine wichtige Stellung ein und ist in der Lage, eine fast und in vielen Fällen sogar eine völlig unbegrenzte Macht über das Kind im zarten Alter sowie über die schwache und ängstliche Frau auszuüben. Damit der Priester die Aufgaben seines Amtes sinnvoll wahrnehmen kann, ist es notwendig, dass er einen bestimmten Studiengang absolviert. Wir vergleichen das jetzt mit einem jungen Mann, der sich auf den Arztberuf vorbereitet. Den physischen Organismus, die Vielfalt der menschlichen Konstitution, alle organischen Krankheiten muss er studieren. Und das ist dabei bei einer Behandlung einer Patientin notwendig, ihr Fragen zu Appetit, Schlaf, Schmerzen und so weiter zu stellen, um ihr zu helfen, eine intelligente Entscheidung über ihr Leiden zu treffen und eine Diagnose treffen zu können und so ihre körperliche Linderung zu verschaffen. Genauso wie das bei der physischen Ausbildung zum Arzt ist, zwingt Rom die jungen kirchlichen Studenten zu einer psychischen Ausbildung, denjenigen jungen Studenten, der sich auf das Priesteramt vorbereitet, den psychischen Organismus zu studieren, die menschlichen Emotionen, das Eheleben und Pflichten, die Gesetze der Mutterschaft, die periodischen Krankheiten und körperlichen Beschwerden, besonders die, die der Frau eigen sind, und dies, um ihm eine Gelegenheit zu geben, junge Kinder, unschuldige Mädchen, keusche Ehefrauen, gute Mütter, in einer so schamlosen Art und Weise zu katechisieren, sodass sie vor Angst zittern und vor Scham den Kopf hängen lassen. Nun, ich hatte das letztes Mal, ich weiß nicht, irgendwie verwechselt mit dem Lesen, weil hier steht eben auch, so zwingt die Kirche von Rom den jungen kirchlichen Studenten, der sich auf das Priesteramt vorbereitet, den physischen Organismus zu studieren. Also den Körper. Ja? Hier wird also ein Priester, der eigentlich ein, zwischen Anführungszeichen, Seelenklempner ist, ja, dem die Menschen seelisch, psychisch begleiten und helfen soll, wird erstmal eben auch körperlich ausgebildet. Auch der Priester muss den physischen Organismus studieren, dass er die
menschlichen Emotionen begreift, das Eheleben und die Pflichten, die Gesetze der Mutterschaft, die periodischen Krankheiten und körperlichen Beschwerden. Ja, das kann ich nur, wenn ich die physischen Eigenschaften eines Menschen studiere. Daneben aber eben auch die psychologischen, um eben die menschlichen Emotionen, auch die des Ehelebens und der Pflichten des Ehelebens, in die Gesetze der Mutterschaft reingehen, verstehe. Und natürlich auf diese Art und Weise, um dem Jungen, dem angehenden Priester die Gelegenheit zu geben, junge Kinder, unschuldige Mädchen, keusche Ehefrauen, gute Mütter in einer so schamlosen Art und Weise zu katechisieren, dass sie vor Angst zittern und vor Scham den Kopf hängen lassen, weil er so will, sowohl psychologisch als physisch ausgerüstet, ausgebildet ist. Es ist der Priester, der junge Kinder, Mädchen und Frauen in die Geheimnisse der Ungerechtigkeit einweiht. Und ich meine, ich habe letztes Mal zugefügt, Jungen sind da nicht ausgenommen, ganz im Gegenteil. Das ist eben diese pädophile und sodomitische Agenda in der römisch-katholischen Kirche. Im Beichtstuhl, dort werden die Gedanken eines Mädchens verunreinigt. Die Fragen, die ihnen gestellt werden, offenbaren eine solche Verdorbenheit, dass sie die Keime des Todes in sich tragen und sie mit jeder Art von Sünde vertraut machen, die natürlich und bestialisch gegen das siebte Gebot ist. Nun habe ich hier eine kleine Fußnote zugefügt, um deutlich zu machen, das geht hier um das wahre siebte Gebot, das sechste aus dem katholischen Katechismus, da die Gebote dort anders gezählt werden. Siehe Fußnote 5 später auf dieser Seite. Weil in der Fußnote habe ich die Kurzfassung der 10 Gebote nach dem Katechismus der katholischen Kirche aufgezählt. Ja? Dass wir eben verstehen, dass in der römisch-katholischen Kirche die 10 Gebote andere sind als die, die in der Bibel stehen. Und wenn wir da das siebte Gebot nehmen, dann ist das aus der römisch-katholischen Kirche, du sollst nicht stehlen. Die Autorin, also unsere ehemalige Nonne, hat hier aber das wirkliche siebte Gebot gebraucht, was dann im Grunde das sechste in der römisch-katholischen Kirche ist. Du sollst nicht Ehe brechen. Ja? Das eben kurz zum besseren Verständnis daher. Wenn wir den Satz nochmal lesen, macht das ja nur Sinn, wenn wir über Ehebrechen gehen. Im Beichtstuhl werden die Gedanken eines Mädchens verunreinigt, die Fragen, die ihnen gestellt werden, offenbaren eine solche Verdorbenheit, dass sie die Keime des Todes in sich tragen und sie mit jeder Art von Sünde vertraut machen, die natürlich und bestialisch gegen das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ist. Die Kirche verschont auch die Ehefrau und Mutter nicht. Der Priester wird im Beichtstuhl zum Vertrauten der Frau eines anderen Mannes, die ihm zu Füßen kniet und ihm alles offenbart, was im Leben ihres Mannes und ihrer selbst heilig und intim ist. Der Ehemann gehört nicht zu seiner Frau als ihr Führer in den Stunden oder Zeiten der Not, sondern der Priester. Er ist der Freund und der Berater. Auf ihn richtet die Frau alle ihre ängstlichen Gedanken. Er, der Priester, genießt ihr größtes Vertrauen. Damit mein Leser Gelegenheit hat, selbst über die Missetat des Systems zu urteilen, werde ich einige Auszüge aus Gurys Kompendium der Moraltheologie vorlegen, den besten Büchern, die von römisch-katholischen Priestern in diesem Land verwendet werden. In seiner Abhandlung über Sünden gegen das sechste und neunte Gebot des Dekalogs teilt und unterteilt er sie wie folgt. Und jetzt habe ich hier in einer Fußnote eben die 10 Gebote einmal gebracht, weil sie gerade eben vom siebten Gebot sprach, das wahre siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und jetzt natürlich, weil es hier um die Schreiben von Gyri geht, das ist ja ein katholischer Morallehrer, er natürlich die römisch-katholische Zählung der Gebote hat. Und das wäre ein Verstoß gegen das sechste und neunte Gebot, wobei das sechste Gebot ist, du sollst nicht Ehe brechen, und das neunte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Logisch, ne? Aus dem Zusammenhang.
Die römisch-katholische Kirche, das ist die Kurzfassung der 10 Gebote nach dem Katechismus der katholischen Kirche, lautet 1. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. 3. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. 4. Du sollst Vater und Mutter ehren. 5. Du sollst nicht töten. 6. Du sollst nicht Ehe brechen. 7. Du sollst nicht stehlen. 8. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 9. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Und 10. Du sollst nicht begehren deines nächsten Gut. Ja, wo ist das Gebot über die Abbildung, die Bilder und Gleichnisse? Natürlich da nicht drin. Das ist ja der Punkt. Das 2. Gebot ist raus, deswegen ist das 10. Gebot in 2 geteilt, um doch noch auf 10 zu kommen. Und die Zählung mit dem Verstoß gegen das 7. Gebot ist natürlich dann hier das Verstoß gegen das 6. Gebot, weil eben die römisch-katholische Kirche ihre Gebote anders zählt. So, das eben zum besseren Verständnis hierzu. Und dann wollen wir jetzt mal eben sehen, in seiner Abhandlung über Sünden gegen das 6. und 9. Gebot, was ja eigentlich das 7. und das 10. ist, des Dekalogs, die 10 Gebote, teilt und unterteilt Gyri sie wie folgt, auf Seite 143 bis 147. Ja? Er unterteilt hier die Abhandlung der Sünden. 1. Vollendete, lustvolle Sünden. 2. Unzucht. 3. Ehebruch. 4. Inzest. 5. Sakrileg oder auch Blasphemie, Gotteslästerung. Und 6. Entjungferung. Die Fragentabelle, die sich mit diesen Unterteilungen der Sünden der Unreinheit befasst, lautet: Frage 1. Haben Sie sich absichtlich und mit Gefälligkeit Ihren unreinen Gedanken oder Vorstellungen hingegeben? Haben Sie diesen im Geiste zugestimmt? Wie oft? Definition. Hier werden sich meine Leser fragen, wie ist es möglich, durch Gedanken eine Todsünde zu begehen? Die römisch-katholische Kirche lehrt, dass wir alle zu unreinen Gedanken neigen. Aber wenn wir, wenn sie uns kommen, versuchen sie zu überwinden, indem wir den Namen Jesu, Marias und Josefs oder irgendeines anderen Heiligen, den wir verehren, anrufen, oder eine Bitte oder ein Gebet aussprechen, dann machen wir uns nur der Versuchung oder höchstens einer verzeihlichen Sünde schuldig. Aber wenn wir uns andererseits an diesen Gedanken erfreuen und bei ihnen verweilen, dann werden sie zur Todsünde und müssen gebeichtet werden. Und wenn die Frau Gelegenheit hat, diese Sünde zu bekennen, wird sie sagen: Ich klage mich der Sünde der unreinen Gedanken an. Der Priester fragt sie dann nach allen Einzelheiten, die mit der Sünde zusammenhängen. Wie oft sie diesen Gedanken nachgegeben hat, mit wem sie verbunden waren und so weiter. Jede Frage muss von der gewissenhaften Katholikin unter Androhung der ewigen Verdammnis beantwortet werden. Bekommt ihr eine kleine Vorstellung, was das mit einem Menschen macht und vor allen Dingen mit einem jungen Menschen oder mit einer reinen Frau? Frage 2. Haben Sie sich im Umgang mit dem anderen Geschlecht einer unangemessenen oder gefährlichen Offenheit schuldig gemacht? Wie weit sind Sie mit diesem sündigen Verhalten gegangen? War der Gefährte Ihrer Schuld eine einzelne Person? Wie oft? Eine verheiratete Person? Wie oft? Gab es irgendetwas anderes in der Eigenschaft der Person, das die Sünde noch schlimmer machte? Unter die Frage 2 fallen alle Sünden der absichtlichen oder unabsichtlichen Berührung mit den verdeckten Körperteilen, auch unkeusche Küsse. Es hat jedoch eher mit unverheirateten Personen zu tun. Gyuri sagt jetzt in seiner Moraltheologie, Zitat: Das Küssen oder das Berühren auch der ehrbaren Stellen kann nicht ohne weiteres von der Todsünde entschuldigt werden, wenn es unter jungen Leuten, besonders von verschiedenen Geschlechtern, ohne jede Notwendigkeit wiederholt geschieht, weil diese wiederholten und langwierigen Handlungen eine Erregung und fleischliche Lust erzeugen. Küssen,
Berühren, umarmen zum fleischlichen Vergnügen sind im Hinblick auf fleischliche Begierden, je nach Umständen der Person, Ereignisse von unterschiedlicher Schwere, weil sie von derselben Natur sein sollen wie die vollzogene Handlung, zu der sie ihrer Natur nachführen. In der Beichte muss also angegeben werden, mit welchen Personen sie praktiziert wurden, ob es sich um das gleiche oder ein anderes Geschlecht handelt, ob sie verheiratet sind oder nicht und so weiter. Wenn ein junges Mädchen verlobt ist, ist es ihre Pflicht, ihren Beichtvater davon in Kenntnis zu setzen. Der Beichtvater, der moralisch für das geistige Wohl des Mädchens verantwortlich ist, wird das Mädchen nach den religiösen Ansichten ihres Verlobten und seiner sozialen und finanziellen Stellung befragen. Diese Fragen sind nicht verwerflich, aber bald wird der Beichtvater unter dem Stichwort Sünde der gefährlichen Freiheit die junge Frau fragen, ob etwaige unangemessene Vertraulichkeiten stattfinden könnten. Er wird ihr anzügliche Gedanken in den Kopf setzen. Er begründet dies damit, dass Gury in den Anweisungen für den Beichtvater lehrt, dass die Verlobten weder ein gegenseitiges Recht auf ihren Körper noch ein Recht auf sexuelle Vereinigung haben und dass sie unbedingt in der Beichte auf diese Tatsache hingewiesen werden müssen, da sehr oft sogar die keuschen Küsse der Verlobten zu einer Erregung der Geschlechtsorgane führen und eine ungewollte Verschmutzung verursachen, die später zu einer sexuellen Vereinigung führen könnte. So wird das Mädchen gefragt, ob ihr Verlobter, nachdem er einen Abend in ihrem Haus verbracht hat, sie beim Abschied dazu veranlasst hat, sich unter dem Vorwand der gefährlichen Freiheit zu versündigen, indem sie ihm erlaubt hat, die verborgenen Teile ihres Körpers zu küssen, zum Beispiel den Busen und so weiter. Aber lassen wir Gury für sich selbst sprechen. Auf den Seiten 148, 149 im Artikel 4 steht, Zitat, aber das Küssen anderer verborgener Körperteile, zum Beispiel des Busens, muss als Todsünde angesehen werden, besonders zwischen Personen verschiedenen Geschlechts. Und auch langanhaltende Küsse auf den Mund, besonders wenn die Zunge ins Spiel gebracht wird. 416-5, das ist also Unterartikel. Man sündigt nicht grundsätzlich, wenn man gezwungen ist, sich selbst zu berühren, um den körperlichen Schmutz zu beseitigen, die Reinheit zu besänftigen oder einige Gebrechen zu behandeln. Aber wenn das Kribbeln erträglich ist, muss man sich enthalten, sich selbst zu berühren. Wenn man aber seinen Körper ohne Motiv berührt, begeht man nur eine verzeihliche Sünde. Vorausgesetzt, dass man die fleischliche Lust beiseite lässt, da man es nur ohne Überlegung, aus Leichtigkeit oder reiner Neugier tut, wenn man nicht Gefahr läuft, die Leidenschaft zu entfachen. Sechstens, das Befühlen der schamhaften Teile oder der Umgebung, sogar über der Kleidung, stellt eine schwere Sünde dar, es sei denn, es geschieht nur aus Gereiztheit, Spaß, Leichtsinn oder im Vorbeigehen. Dasselbe gilt für Frauen, die sich gegenseitig am Busen berühren aufgrund der Empfindlichkeit dieser Teile durch die Berührung. Es entsteht eine neue Gefahr, fleischlicher Lust. Mehr noch als das ist es eine Todsünde, wenn man die schamhaften Körperteile einer Person anderen Geschlechts berührt und sei es auch nur für kurze Zeit, weil man es nur aus einer unkontrollierten Leidenschaft heraustut. Außerdem ist es ein grober Versuch, den Anstand zu verletzen, der zu der Gefahr der Verunreinigung und der fleischlichen Lust führt. Allerdings dürfen Bedienstete, die mit den schamhaften Körperteilen von Kindern in Berührung kommen, während sie sie anziehen, nicht einer großen Sünde beschuldigt werden, es sei denn, sie tun es auf eine längere Art und Weise und empfinden dabei sinnliches Vergnügen. Peter Denz, der die Beichte eines jungen Mädchens vor der Ehe behandelt, fragt, Zitat, kann ein Beichtvater einer jungen Frau, die heiraten will, die Freisprechung erteilen, obwohl er aus dem Geständnis des Verlobten schmerzlich weiß, dass sie in ihrem Geständnis die Unzucht, die sie mit ihrem Verlobten begangen hat, nicht preisgibt? Ende Zitat. Ich finde verschiedene Meinungen. Lacroix meint, man solle ihr nicht die Absolution erteilen, sondern der Beichtvater solle sich verstellen und sagen, Miseriatur tui,
und so weiter, damit sie nicht weiß, dass ihr die Absolution verweigert wurde. Miseriatur tui in einer Fußnote, der Herr sei dir gnädig, statt freisprechen und so weiter, ich erteile dir die Absolution und so weiter. Das heißt mit anderen Worten, anstatt die Frau davon freizusprechen oder ihr Absolution zu erteilen, sagt er, der Herr sei dir gnädig. Das ist keine Vergebung der Sünde. Im römischen Katholizismus wohlgemerkt, ne? Kluge Beichtväter pflegen und legen es regelmäßig fest, dass alle jungen Frauen, die heiraten wollen, zu fragen, ob ihnen aus Anlass ihrer bevorstehenden Heirat irgendwelche anderen Gedanken gekommen sind. Ob sie Küsse und andere größere unangemessene Freiheiten erlaubten, weil sie vielleicht dachten, dass ihnen bald größere Freiheiten gewährt würden. Und da die jungen Frauen eher unter dem Einfluss der Bescheidenheit stehen, pflegt man aus diesem Grunde zuerst die Beichte des verlobten Mannes zu hören, damit sie dem Beichtvater später mit größerer Zuversicht das offenbaren kann, was ihm ihrer Meinung nach jetzt bekannt ist. Einige Geistliche fügen hinzu, dass der Verlobte, der zuerst beichtet, dazu gebracht werden kann, ihr mitzuteilen, dass er die Sünde offen gebeichtet hat. Nach der Beichte der jungen Frau läge das nicht mehr in der Macht des Beichtvaters. Frage 3. Unanständiges Schauen. Haben Sie schon einmal unanständig auf sich oder andere geschaut? Auf Bilder oder Statuen oder irgendeinen Gegenstand, der böse Begierden wecken könnte? Wie oft? Guri definiert diese Sünde mit den Worten: Der Blick auf die schamhaften Körperteile einer Person anderen Geschlechts oder in deren Nähe ist eine Todsünde, es sei denn, es erfolgt aus der Ferne oder für kurze Zeit, weil diese Blicke die Leidenschaft erregen oder zur Sünde führen. Welcher Geist außer einem höchst verdorbenen und demoralisierten könnte so eine abscheuliche Sünde ersinnen? So dachte auch Guri, als er seine Moraltheologie verfasste. Wenn jemand tief genug gesunken ist, um diese Sünde zu begehen, ist es nicht nur notwendig, sie zu bekennen, sondern wenn der Beichtvater Fragen über die damit zusammenhängenden Umstände stellt, muss man ohne Scheu jede Frage beantworten, wie unbescheiden, unanständig oder anzüglich sie auch sein mag, und ihm so die Möglichkeit geben zu beurteilen, wie weit der Büßer in die Todsünde gefallen ist. Nun, bevor ich jetzt hier fortfahre, möchte ich einen kurzen Kommentar abgeben. Das, was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe, erscheint für viele Erwachsene, sicher 30 Jahre und älter, als, sage ich jetzt mal oberflächlich, zwischen Anführungszeichen, wahrscheinlich lächerlich. Aber jetzt stellt euch mal vor, diese Fragen werden 10, 11, 12, 13-jährigen jungen Mädchen gestellt oder gerade eben pubertierenden Jungen und dann gerade in der heutigen moderneren Zeit, wo wir ja nicht von der Zeit sprechen vor 400, 500 Jahren, wo, wenn es überhaupt Schulen gab, es getrennte Schulen gab, Jungen und Mädchen nicht zusammen waren. Aber denken wir doch mal an die Zeit von heute. Denken wir doch mal an die Zeit von heute, wo Kinder bereits von klein auf an Fernsehen schauen und was weiß ich nicht, welche Abscheulichkeiten alle machen, mit Fernsehen und Videospielen und ihren Smartphones und alles drum und dran und dann solche Fragen gestellt bekommen. Und wenn die nicht schon selber an sich, sage ich jetzt mal, von diesen Gedanken beeinflusst wurden, wie stark weckt dann der Priester durch Fragen zu stellen, die sich das Kind vielleicht selbst noch gar nicht gestellt hat, überhaupt erst diese Lüste auf, diese Begierden auf? Das ist das Gemeine an dieser ganzen Sache. Wenn wir Erwachsenen, die schon einen Großteil unseres Lebens hinter uns haben und viele Dinge mitgemacht haben, das jetzt hören, sagen wir dann, was ist denn dabei? Aber wenn wir uns in die Lage versetzen müssen, eines reinen Menschen in der Hinsicht, also eines Menschen, der noch nicht viele Erfahrungen in sexueller oder anderer Hinsicht hat, oder vielleicht noch gar keine Erfahrungen, wie Kinder das ja normalerweise haben, ja, dann kann man begreifen, denke ich doch, was diese Fragen
in den Köpfen dieser Menschen anrichten können, welchen Schaden das anrichten kann. Da muss man sich drüber bewusst sein, welchen Schaden das anrichten kann. Ja, das ist für einen normalen Menschen unfassbar, für einen Christen unfassbar. Diese ganze Gemeinheit, sage ich jetzt mal, diese tiefgehenden und intensiven Fragen zu stellen. Ja? Haben Sie schon mal unanständig auf sich oder andere geschaut, auf Bilder oder Statuen, irgendeinen Gegenstand, der böse Begierden wecken könnte? Wie oft? Wann? Mit wem? Und so weiter und so weiter und so weiter. Diese ganzen Fragen. Seht ihr, mit den initiellen Fragen wird eine Frage gestellt, aber dann geht der Priester so tief in das Thema rein, was der Mensch selber sich gar nicht vorstellen kann. Und genau dazu wird dieser Priester eben ausgebildet. Dafür sind seine Seminare, um diese Fragen stellen zu können, die sich ein normaler Mensch überhaupt nicht stellt. Und da wird man auf einmal mit so einer Frage konfrontiert und weiß, oh, wenn ich jetzt aber nicht ehrlich antworte, dann begehe ich eine Todsünde. Und wenn ich eine Todsünde begehe, dann kann mir das nicht vergeben werden und dann komme ich nicht in den Himmel. Das heißt, ich spiele hier mit meiner ewigen Existenz. Und das ist genau das Druckmittel, das die römisch-katholische Kirche durch den Beichtstuhl überhaupt und in diesem Fall im Spezifischen mit solchen Fragen auf Kinder und junge Frauen oder schwache Frauen ausübt. Ja? Das übt die römisch-katholische Kirche aus, das muss man sich mal vorstellen. Wir fahren fort. Guri schreibt auf Seite 144 bis 146. Zutiefst unanständige Blicke ohne ernsthafte Motive, insbesondere auf Personen anderen Geschlechts, stellen im Prinzip eine Todsünde dar, selbst wenn jede fleischliche Leidenschaft fehlt. Denn normalerweise besteht, wie oben gesagt wurde, die Gefahr der Unmäßigkeit vom schuldhaften Körperkontakt. Frage: Ist es bei Blicken wie bei Kontakten notwendig, die Umstände von Personen zu berücksichtigen, die in obszöner Weise betrachtet werden? Antwort: Nein. Nach der wahrscheinlicheren Meinung, wenn kein Verlangen vorhanden ist, weil sie sich nicht um die Vollendung der Tat kümmern sollen. Daher stellt ein solcher Blick auf Eltern, Verheiratete oder heilige Personen kein Vergehen dar, das mit Ehebruch, Inzest oder Sakrileg zusammenhängt. Und hier nochmal eine kleine Fußnote zu dem Punkt Sakrileg. Es ist ein Vergehen gegen Heiliges, zum Beispiel die Entweihung heiligen Bodens oder Sachen durch Raub, Schändung oder auch Missbrauch, aber auch Angriffe gegen geweihte Personen. Bedenke, nur Gott macht etwas heilig, nicht der Mensch. In der römisch-katholischen Kirche geht es jedoch um von Menschen Geheiligtes. Also wenn wir hier von Sakrileg sprechen, dann sprechen wir von Vergehen gegen Heiliges, was der Mensch heilig gemacht hat, nicht was unser Vater im Himmel heilig gemacht hat. Wir sprechen hier von Entweihung sogenannten heiligen Bodens oder Sachen durch Raub, wie zum Beispiel Reliquien oder solche Sachen. Schändung zum Beispiel eines Marienbildes. Stellt euch mal vor, wenn ich jetzt sagen würde, hier bei mir in der Nähe steht so eine Kapelle und da steht so eine Maria-Figur drin und ich sage jetzt von, ich mache jetzt aber die Kapelle da, ich mache das Gitter auf und hole die Maria-Figur da raus und schlage dir den Kopf ab, weil das ein Idol ist und ich nicht will, dass Menschen das ansehen, das wäre ein Sakrileg in der römisch-katholischen Kirche. Es wäre nicht nur Beschädigung, ja, wo man das normalerweise im weltlichen Gesetz vielleicht Sachbeschädigung nennen würde oder sowas. Aber in der römisch-katholischen Kirche ist das Schändung und ein Sakrileg, weil so eine Maria-Figur natürlich was Heiliges darstellt. Ne? Angriffe gegen geweihte Personen oder eben römisch-katholische Heilige gesprochene. Deswegen der fettgedruckte Teil dieser Fußnote, das ist mein persönliches Bedenken, was ich dazu gebe. Bedenke, nur Gott macht etwas heilig, nicht der Mensch. Jedoch geht es in der römisch-katholischen Kirche um von Menschen Geheiligtes.
Der nächste Punkt, den wir besprechen, 418.1. Es ist grundsätzlich keine Todsünde, wenn sich Personen gleichen Geschlechts, wenn sich Personen gleichen Geschlechts beim Nacktbaden oder Schwimmen leichtfertig ansehen, insbesondere wenn sie das Pubertätsalter erreicht haben. Das ist grundsätzlich keine Todsünde. Aber Punkt 2. Es ist eine Todsünde, die schamhaften Körperteile einer Person anderen Geschlechts zu betrachten oder sich ihnen zu nähern, es sei denn, es geschieht aus der Ferne oder nur für kurze Zeit. Denn diese Blicke erregen die Leidenschaft oder führen zur Sünde. Man ist auch dann nicht entschuldigt, wenn man sie durch einen sehr leichten und durchsichtigen Schleier sieht. In diesem Fall wird die Leidenschaft nicht gemindert, sondern wird dadurch gesteigert. Außer, erstens, wenn es sich um ein Kind oder einen alten Mann handelt, also ganz leidenschaftslos, weil sie nicht sehr erregt sind. Und zweitens, wenn man ein sehr kleines Kind ansieht, ist da nicht viel von Erregung. Bedienstete und Krankenschwestern begehen also keine schwere Sünde, wenn sie die ihnen anvertrauten Kinder auf diese Weise betrachten. Es sei denn, sie tun es über eine längere Zeit, in unterschiedlichen Abständen oder mit einem Schuldgefühl. Drittens. Das Betrachten der ehrbaren Körperteile einer Person eines anderen Geschlechts, auch wenn sie schön ist, ist grundsätzlich keine Sünde, wenn es nicht aus Neugier oder mit Beharrlichkeit geschieht. Die Sünde ist im Allgemeinen verzeihlich, aber sie ist eine tödliche Sünde, wenn man lange blickt und dabei Gefahr läuft, eine schändliche Begierde oder ein langwieriges Vergnügen zu entwickeln, besonders wenn der Verstand erregt ist und mit noch größerer Begründung, wenn man die Person übermäßig liebt. Viertens. Das Betrachten der leicht unehrenhaften, aber nicht beschämenden Körperteile einer Frau, wie der Busen, die Arme, die Gliedmaßen, stellt keine Todsünde im eigentlichen Sinne dar, abgesehen von der nahen Gefahr einer schuldhaften Befriedigung, die leicht entstehen würde, wenn die Handlung sich hinzieht. Aber im Allgemeinen macht sich derjenige, der unmotiviert auf den nackten Busen einer schönen Frau mit einem auffälligen Ausschnitt schaut, wegen der Gefahr, die dieser Anblick mit sich bringt, der Todsünde schuldig. Aber es ist keine schwere Sünde, wenn man, abgesehen von jeder besonderen Gefahr, Mütter und Ammen betrachtet, die Kinder säugen. Auch wenn man auf den unbedeckten Busen einer alten Frau oder einer zu jungen Frau schaut, um körperlich entwickelt zu sein. Guris Theologie wird von Studenten verwendet, die sich in Kanada und den Vereinigten Staaten auf das Priestertum vorbereiten. Und das ist eben mein Punkt. Und deswegen ist es auch sehr interessant, sich vielleicht das Buch mal anzuschauen von unserem Bruder in Christus, lang verstorben leider schon, Charles Chiniqui. Ich muss mir das mal eben hier raussuchen, ich habe das jetzt auch nicht im Kopf. Der Beichtstuhl, die Priester und die Frauen heißt das Buch. Das ist übersetzt, meine ich, von der Schlachter-Firma. Also hier, Franz Eugen Schlachter. Originaltitel The Priest, The Woman and the Confessional. Das deutsche Buch hat 73 Seiten und ist stark gekürzt und enthält nicht das, was das originale Buch am Schluss enthält, das ich leider auch noch bisher nicht habe entziffern können, weil wenn man im originalen Buch, das 126 Seiten hat, ganz zum Ende geht, dann kommt man auf die Fragen, die der Priester der Person im Beichtstuhl stellt. Es steht hier, es ist Kapitel 12 in dem englischen Buch, ja, ein Kapitel, um zu berücksichtigen für die Gesetzgeber, aber auch die Ehemänner und Väter, einige der Dinge, die der Priester von Rom dem Büßenden stellen muss. Denz, ja, das ist ja der Moraltheologe, den wir auch gerade schon erwähnt hatten, will, dass die Konfessoren bestimmte Fragen stellen zu den folgenden Themen. Und dann kommt hier
eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite und eine halbe Seite voll mit lateinischen Fragen, die ich im normalen Übersetzer bis jetzt noch nicht habe übersetzen können, aus dem einfachen Grunde, weil die Übersetzung, die da rauskam, nicht viel Sinn machte. Ich will mal eben hier ein Beispiel nehmen. Ich gehe mal kurz hier in den Google Übersetzer und klebe mal eben einen Satz, den ich daraus genommen habe. Und das übersetzt er jetzt anscheinend schon. Okay, gut. Aber natürlich, inwieweit jetzt die Übersetzung richtig ist, wenn ich lese, eine Frau, die sich nach dem Brauch der Ehe umdreht, damit der Löwe den Samen empfangen kann und so weiter und so weiter. Also ich glaube, es ist eher interessant, wenn sich da mal jemand mit beschäftigt, der wirklich Latein kann und sich dann das Buch anschaut, halt das Englische, weil im Deutschen sind diese Seiten überhaupt nicht drin. Ja? Das Buch ist sowieso gekürzt. Ich verfluche den Schlachter für diese eigenmächtige Editierung, uns hier nicht die gesamte Kenntnis des Buches zu geben. Genauso wie er das gemacht hat in der Übersetzung von Chiniquis Hauptwerk, 50 Jahre in der Kirche von Rom, ja, 50 Years in the Church of Rome. Da habe ich ja mal angefangen zu lesen, wie ihr euch vielleicht erinnert. Ich habe das Video, glaube ich, rausgebracht, das erste Kapitel. Und am Ende des ersten Kapitels sagen die Übersetzer halt so, und jetzt geht es hier gegen die römisch-katholische Kirche, wird hier gehetzt, das übersetzen wir jetzt nicht. Da lassen die einfach die ganzen wichtigen Kapitel aus dem Buch weg. Da habe ich gesagt, kann ja wohl nicht angehen. Das lese ich nicht weiter. Aber trotzdem, ihr kennt jetzt meine Bedenken dazu. Wenn ihr Englisch könnt, lest bitte das englische Buch, The Priest, the Woman and the Confessional von Charles Chiniquy, der gelebt hat irgendwann, ich glaube, zwischen 1809 und 1890, ungefähr in der Zeit. 50 Jahre in der Kirche von Rom als Priester war und dann zum Glück da rauskam und sein Zeugnis abgelegt hat durch einige Werke, die er geschrieben hat. Und dieser Charles Chiniquy war übrigens auch ein persönlicher Freund und Bekannter von Präsident Lincoln. Und Präsident Lincoln war ja Rechtsanwalt und hat Pater Chiniquy rausgehauen, in einem Prozess, den die Kirche gegen ihn angespannt hat oder den bestimmte Menschen aus der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche gegen den Pater Chiniquy angespannt haben, weil er eben widerspenstig war. Und sie wollten ihn loswerden und sie wollten ihn verleumden und den Prozess, da wurde er verteidigt von dem späteren Präsidenten Lincoln. Und ich glaube, es steht in seinem Buch 50 Jahre in der Kirche von Rom von Charles Chiniquy, dass er sagte, als sie dann aus dem Gerichtsgebäude herauskamen und die Treppen heruntergingen, sah Lincoln Chiniquy weinen. Und Lincoln sagte Chiniquy, ja, warum weinen Sie denn? Ich habe es doch gerade rausgehauen. Ist doch alles gut. Sie haben doch den Prozess gewonnen. Und Chiniquy sagt, ja, ich weine nicht um mich, ich weine um Sie. Weil ich habe gerade in dem Gerichtsraum einige, also im Gerichtssaal, einige Jesuiten gesehen, die deutlich ihren Tod in ihren Augen hatten. Also in den Augen der Menschen war das Todesurteil für Lincoln zu sehen. Zu dem Zeitpunkt bereits. Ja, es ist also schon ganz interessant, wenn man dann eben weiß, dass später die Jesuiten natürlich Präsident Lincoln umgebracht haben, was zu ganz anderen Verwicklungen dann später geführt hat. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, wir wollen ja uns nicht vom Thema ablenken lassen, aber weil wir jetzt eben hier über Beichtstuhlpriester und Frauen sprechen, also wie gesagt, das Buch von Charles Chiniquy kann ich sehr warm empfehlen, zumindest das Englische, da habe ich mal reingeschaut, das Deutsche habe ich mir nicht angeschaut, ich weiß nicht, inwiefern das empfehlenswert ist, aber jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt und der jetzt das Buch liest, was wir hier gerade lesen über die Enthüllung des der Priester, die Abscheulichkeit der vorgebildlichen, also der Priester und der Taufe und der Beichte und der Abscheulichkeit der vorgeburtlichen Taufe von Margaret Shepherd, jeder, der dieses Buch liest oder diese Lesung hört, sollte sich auch auf andere Weise über diese Dinge informieren und dann kann ich halt diese Bücher sehr empfehlen. Also 50 Jahre in der Kirche Roms von Charles Chiniquy und natürlich die Frau, der Beichtstuhl, die Frau und der Priester.
Ne? Der Beichtstuhl, die Priester und die Frauen, so heißt es im Deutschen. Ne? Oder im Englischen, the priest, the woman and the confessional. Ne? Also der Priester, die Frau und der Beichtstuhl. Ne? Das heißt the woman, das heißt nicht die Frau. Und das ist also schon im Deutschen, schon die Übersetzung des Titels stimmt schon mal nicht. Ne? Wenn das Englische heißt the priest, the woman and the confessional, was direkt übersetzt heißt der Priester, die Frau, woman mit A und nicht mit E, and the confessional und der Beichtstuhl. Und der deutsche Titel lautet der Beichtstuhl, die Priester und die Frauen. Das ist also schon mal dann die Mehrzahl der Frauen. Also die können schon nicht mal den Titel richtig übersetzen. Ja, dann sollte man vielleicht auch hier und da ein wenig Zweifel haben an der richtigen Übersetzung des ganzen Werkes. Deswegen, wie gesagt, wer Englisch lesen kann, dem empfehle ich das mehr. Aber es ist halt schon mal interessant, sich das anzugucken. Und wie bin ich drauf gekommen? Weil hier eben im letzten Absatz auf Seite 20 steht, Gurys Theologie wird von Studenten verwendet, die sich in Kanada und die Vereinigten Staaten auf das Priestertum vorbereiten. Ja, der Chiniki war Kanadier. Und er war römisch-katholischer Priester in Kanada und in den Vereinigten Staaten. Und hat natürlich eben diese Theologie gelehrt bekommen. Weil der Guri hat ja schon ein bisschen davor gelebt. Das war ja damals schon in den Seminaren, dass die Priester dazu ausgebildet wurden. Diese Ausbildung, da spricht die Autorin jetzt hier von, die das Buch Ende des 19. Jahrhunderts schreibt, das war damals so, dass die Priester dazu ausgebildet wurden und diese Dinge von Guri gelesen haben oder studieren mussten. Und das war davor 100, 200 Jahre schon und das ist danach 100, 200 Jahre immer noch so. Das müssen die lesen. Haben wir schon öfter besprochen, auch mit Liguori. Ja? Wie verwerflich ist das? Und was für Gelüste werden überhaupt erst angezettelt durch die Fragen des Priesters? Das muss man sich mal überlegen. Oder wie leicht hat der Priester es, seine Gelüste an einer Person zu befriedigen, die er mit solchen Fragen sich gefügig macht? Das ist eigentlich der Punkt im Beichtstuhl. Genau wie wir am Anfang von diesem Thema vorhin gelesen hatten. Ich gehe da nochmal kurz drauf zurück. Da gab es einen sehr interessanten Satz, den wir uns noch mal eben kurz anschauen müssen. Muss ich noch mal kurz ein paar Seiten zurück. Und zwar auf die Seite 14. Da steht nämlich drin, der Priester wird im Beichtstuhl zum Vertrauen der Frau eines anderen Mannes, die ihm zu Füßen kniet und ihm alles offenbart, was im Leben ihres Mannes und ihrer selbst heilig und intim ist. Der Ehemann gehört nicht zu seiner Frau als ihr Führer in den Stunden oder Zeiten der Not, sondern der Priester. Was sagt die römisch-katholische Kirche dir anders als die Bibel? Die Bibel sagt, das Haupt des Mannes ist Christus und der Mann ist das Haupt der Frau. Wir sprechen hier über geistliche Fragen. Wir sprechen hier über geistlichen Beistand. Wir sprechen hier über geistliche Führung. Ja? Da sprechen wir drum. Da ist ganz klar die Hierarchie. Christus über den Mann und der Mann über der Frau. Ja, okay, der Priester ist auch ein Mann. Aber er ist nicht der Ehemann. Aber der Priester übernimmt die Vertrauensrolle des Ehemannes. Anstatt zum Ehemann zu gehen mit ihren Lüsten, Verlangen, mit ihren Fragen, mit Bemerkungen, überhaupt mit einer Unterhaltung über dieses Thema, wird sie hier zum Priester gezwungen, aufgrund seiner Fragen. Das ist der Punkt. Der Ehemann wird völlig außer Spiel gesetzt. Und deswegen eben das Verbrechen gegen das siebte Gebot. Na? Genau deswegen schreibt die Autorin hier, im Beichtstuhl werden die Gedanken eines Mädchens verunreinigt. Die Fragen, die ihnen gestellt werden, offenbaren eine solche Verdorbenheit, dass sie die Keime des Todes in sich tragen und sie mit jeder Art von Sünde vertraut machen, die sie vorher gar nicht kannten. Aber durch diese Fragen werden sie erst mit diesen Sünden bekannt gemacht, die natürlich sind und die bestialisch gegen das siebte Gebot verstoßen. Du sollst nicht Ehe brechen.
Und wie die biblische Auslegung des siebten Gebotes ist, ist es ja wohl klar. Da geht es ja nicht nur darum, dass man Ehe bricht, wenn man verheiratet ist und man außerhalb der Ehe andere Beziehungen unterhält. Sondern da geht es auch darum, wenn man nicht verheiratet ist und man unterhält Beziehungen sexueller Art mit anderen Personen. Und da man eben nicht verheiratet ist, ist es eben auch Ehebruch, weil es ist eine Handlung außerhalb der Ehe. So sieht die Bibel das. Ja? Nach der Bibel hat man sexuelle Handlungen nur als verheiratetes Paar zwischen Mann und Frau. Und sonst keine. Aber Gott lässt es da auch bei. Gott gibt da weiter keine Instruktionen. Es gibt so eine Aussage in der Bibel, the marriage bed is undefiled. Ja, das Ehebett ist unbeschmutzt. Gott kümmert sich da nicht drum, was ihr im abgeschlossenen Schlafzimmer mit eurem Partner anstellt. Das sind seine Sachen nicht. Das Einzige, wo er was gegen hat, ist Sodomie. Aber ansonsten seid ihr da frei drin. Aber nicht nach der römisch-katholischen Kirche. Weil das, was wir jetzt hier lesen, das ist ja erst der Anfang. Wir haben ja noch ein paar Seiten in diesem Buch vor uns. Und alleine schon das, was wir bis jetzt gerade gelesen haben, sollte einen Menschen schon mal ziemlich zum Nachdenken bewegen, welche Rolle der Priester aufgrund der Autorität, der angemaßten Autorität der römisch-katholischen Kirche hier in der Familie einnimmt. Und wir lesen hier gerade, dass theologische Studenten, die Priester werden wollen, genau diese Moraltheologie von Gurry in Kanada und den Vereinigten Staaten bekommen. Und hier in Europa bekommen sie vielleicht die von Liguori oder auch die von Gurry. Weiß ich nicht, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie die Priester hier ausgebildet werden. Nur, da das eine universale Kirche ist, werden die Priester überall auf dieselbe Art und Weise ausgebildet. Gehen wir noch in Frage 4. Gewohnheiten der heimlichen Sünde. Also 4. Habt ihr euch heimliche Sünden angewöhnt? Wie oft? Was sind jetzt heimliche Sünden? Diese Frage bezieht sich auf die Sünde des Selbstmissbrauchs. Jeder, der in der sozialen Reinheitsarbeit tätig ist, hat die schrecklichen Folgen dieser schrecklichen Sünde erlebt. Unsere Irrenanstalten liefern dafür reichlich Beweise. Und wenn jede lobenswerte Anstrengung, die unternommen wird, um Männern und Frauen diese Ereignisse zu offenbaren, vom christlichen Volk des Landes unterstützt und gebilligt werden sollte, so sollten wir doch Frauen und Kinder nicht ermutigen, in einen Beichtstuhl zu gehen, wo sie der Demütigung ausgesetzt sind, sich diese Fragen von einem Mann stellen zu lassen, der oft seine Stellung als Priester und Beichtvater ausnutzt, um eine Frau, Tochter oder Mutter zu seiner persönlichen Befriedigung und zur Befriedigung seiner Wollust zu einem unreinen Gespräch zu verleiten. Bei dieser besonderen Sünde hat der Beichtvater die Möglichkeit, den ersten Samen der Unreinheit in das Gemüt der zarten Kinder zu säen, während sie für ihre erste Beichte unterrichtet werden. Wenn der Tag kommt, an dem die Kleinen nach dem Katechismusunterricht in den Beichtstuhl gehen, wird der Priester sie fragen, ob sie sich eines bösen Wortes schuldig gemacht haben, ob sie ihren Eltern nicht gehorcht haben oder ob sie gelogen haben. Auf all diese Fragen kann das Kind eine verständliche Antwort geben. Aber wenn das Kind nach Sünden der Unreinheit oder des Selbstmissbrauchs gefragt wird, kann es die Frage nicht verstehen. Unter diesen Umständen muss der Psychotherapeut Kinder unterweisen und ihnen die Beschaffenheit der Sünde des Selbstmissbrauchs erklären. Und wer ist dieser Psychotherapeut? Der notgeile Priester. Er wird damit beginnen zu fragen, mit wem das Kind denn verkehre. Worüber sprecht ihr? Ob, sollte es ein Mädchen sein, kleinen Jungen erlaubt, ob es kleine Jungen erlaubt, auf die Teile ihres Körpers zu schauen, die sie immer bedeckt halten sollte.
Ob sie es zulässt, dass ihre Hand mit ihrer eigenen Person oder der anderer Mädchen oder Jungen in Berührung kommt. Und durch diese Fragen behaupte ich, sagt die Autorin, dass die Vernunft des Kindes allmählich geschult wird, um in einem reiferen Alter Fragen zu empfangen, die viel abscheulicher und anzüglicher sind. Und wenn das Kind nach dieser ersten Belehrung den Beichtstuhl verlässt, sind ihm die Saat der Hölle in seinem Geist eingepflanzt und entstellt so die Schönheit und Reinheit seines Kinderlebens. Doch diese grobe Gotteslästerung wird die Religion Jesus Christus genannt, aus der es keine Erlösung geben kann. Diese Unterweisung nennt die Kirche Vorbereitung des Herzens des Kindes für den Empfang des Heiligen Geistes Gottes und die Vorbereitung ihrer Seele auf den Himmel. 3 Ausrufezeichen. Weitere Kommentare meinerseits erübrigen sich hier. Frage Nummer 5. Und jetzt geht es langsam richtig ans Eingemachte. Unzucht und Sünden gegen die Veranlagung. Der Wächter der Seele, Erzbischof Hughes, fragt, also Wächter der Seele ist eine Zeitschrift, eine Veröffentlichung, eine Publikation von dem Erzbischof Hughes, und der fragt, hast du dich der Unzucht oder des Ehebruchs oder des Inzests oder irgendeiner Sünde gegen deine Veranlagung schuldig gemacht? Entweder mit einer Person desselben Geschlechts oder mit irgendeiner anderen Kreatur. Wie häufig? Achte bitte auf Kreatur. Jetzt kommen wir noch auf Zoologie, die Bestialität. In der Welt, in der wir leben, wird ja Sodomie immer in Verbindung gebracht mit Zoologie. Also nach dem Motto, Sex mit Tieren zu haben. Was übrigens ganz famös ist in Dänemark, habe ich mal in verschiedenen Artikeln gelesen. Da sind sie ganz verrückt danach. Wenn also hier so eine Frage gestellt wird mit irgendeiner anderen Kreatur, dann schließt das ganz deutlich auch Tiere mit ein. Jetzt stellt euch mal vor, so eine Frage kriegt ein Junge, ein Knabe gestellt oder eine Junge, ein Mädchen. Die junge Frau wollte ich gerade sagen, aber selbst ein Mädchen schon. Ja? Definition der Unzucht. Unzucht ist die sexuelle Vereinigung, also Copula, eines ledigen Mannes mit einer ledigen Frau im gegenseitigen Einverständnis. Das füge ich jetzt hinzu, biblisch dann die Heirat ist. Weil wenn ein lediger Mann mit einer ledigen Frau im gegenseitigen Einverständnis sexuelle Vereinigung hat, dann ist das der Vollzug der Ehe nach biblischem Standard. Wenn ich natürlich danach getrennte Wege gehe und mir wieder einen anderen Partner suche, dann ist es Unzucht, absolut, auch in der Bibel. Aber in der Bibel wird eine Ehe erst vollzogen durch die sexuelle Vereinigung. Ja? Der Mann, der seine Eltern verlässt, um bei seiner Frau zu bleiben, und er und die Frau werden ein Fleisch, sowohl seelisch als auch körperlich. Das ist die sexuelle Vereinigung. Das ist, wie Ehe in der Bibel definiert ist und Ehe in der Bibel stattfindet. Aber es ist Unzucht, wenn der ledige Mann danach seines Weges geht und die ledige Frau danach seines Weges geht. Ihres Weges geht natürlich, ist hier gemeint. Ne? Unzucht in der römisch-katholischen Kirche ist die sexuelle Vereinigung eines ledigen Mannes mit einer ledigen Frau im Gegenseitigen die Einverständnis. Also so wird hier erstmal jetzt das Wort Unzucht erklärt. Ehebruch, die sexuelle Vereinigung mit dem Ehemann oder einer Ehefrau eines anderen. Richtig, aber Ehebruch biblisch gesehen, du sollst nicht Ehe brechen, ein Verstoß gegen das 7. Gebot ist eben auch, wenn ein Mann ledig mit einer Frau ledig
im gegenseitigen Einverständnis sexuelle Vereinigung hat und danach keine Ehe geschlossen wird, sondern die beide halt ihrer Wege gehen, wie ich gerade eben erklärt habe. Das ist auch Ehebruch. Das ist, wie man im siebten Gebot eben nachlesen kann, du sollst nicht Ehe brechen, weil durch diese Handlung ist das ja eine sexuelle Handlung außerhalb der Ehe. Ja? Inzest. Diese Sünde, die die Kirche lehrt, ist die von der Kirche verbotene sexuelle Vereinigung mit den Eltern oder Verwandten Beziehungen. Das ist allgemein so verständlich. Und dann gibt es noch die Sünde gegen die Veranlagung. Der römische Katholizismus lehrt, dass es drei Arten von Sünden gegen die Natur gibt. Nämlich Verschmutzung, Sodomie und Bestialität. Zu dieser Sünde kommt noch die des Onanismus oder die Sünde Onans hinzu. Das heißt, der sexuelle Akt, der zwischen Verheirateten oder anderen Personen zwar begonnen, aber dann nur äußerlich vollzogen wird, um eine Empfängnis zu verhüten. Ich werde jedoch auf den Onanismus eingehen müssen, wenn ich über die Ehe spreche. So steht es hier im Buch. Wir können jetzt noch anfangen, in die nächsten Themen reinzugehen. Was ist Verschmutzung? Was ist Sodomie? Was ist Bestialität? Und dann gehen wir in Frage 6 rein. Wir sind schon bei 56 Minuten. Naja, ich mache das mal. Wir nehmen das Thema eben noch mit rein, weil es ist nur eine Seite und dann geht es in Frage 6. Also Verschmutzung. Die erste Sünde gegen die Veranlagung ist der Samenerguss ohne jeglichen Verkehr mit einer anderen Person. Und wenn eine solche Sünde zu bekennen ist, muss angegeben werden, ob es sich um eine freiwillige oder direkte Verunreinigung oder um eine unfreiwillige handelte, wobei die erstere als Todsünde angesehen wird. Guri lehrt, dass jeder absichtlich durchgeführte Samenerguss, wie schwach er auch sein mag, eine Verunreinigung und damit eine Todsünde ist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man dem Vergnügen der Verunreinigung zustimmt, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Selbst wenn es ohne jede Absicht spontan oder aus irgendeinem Grund hervorgerufen wird, umso mehr, wenn es mit einiger Anstrengung hervorgerufen wird. So, und jetzt höre ich doch mit dieser Lesung auf. Dieser erste Punkt, das eine, den werden wir nächstes Mal noch ein wenig besprechen und ich werde auch die Bibel zu Rate beziehen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir das auch mal machen. Wir lesen das nochmal und ihr könnt euch in der Zwischenzeit überlegen, diese Selbstbefriedigung, ja, wir nennen das hier, die römisch-katholische Kirche nennt es Verschmutzung, freiwillige oder direkte Verunreinigung. Normalerweise nennen wir das Onanieren oder Masturbieren in der Zeit, in der wir heute leben. Ja. Und die Frage ist, was sagt die Bibel darüber? Weil, wie eben die Autorin auch schon sagte, ich werde jedoch auf den Onanismus eingehen müssen, wenn ich über die Ehe spreche. Okay, die Ehe, das kommt ja jetzt hier in diesem Fall nicht zu. Hier kommt es dann später über die Eheverpflichtung in Frage 6. Das sehen wir dann. Aber ich finde es schon hier unter diesem Punkt der Verschmutzung, also des Onanierens oder der Selbstbefriedigung wichtig, dass wir uns das ganz genau anschauen. Weil das ist ein Punkt, der wird von vielen Menschen verkehrt verstanden. Weil eben die Bibel in diesem Fall oftmals verkehrt ausgelegt wird. Man liest die Bibel so, wie man sie lesen will und nicht so, wie Gott die Worte da hat schreiben lassen. Durch Menschen. Weil es ist Gottes Wort, aber physisch niedergeschrieben durch Menschenhand, denen der Heilige Geist eingegeben hat, was sie schreiben müssen. Ja? Also die Kraft Gottes hat sie geführt, deswegen ist es Gottes Wort, aber Menschen haben es niedergeschrieben. Das ist auch okay. Was in der Bibel steht, ist absolut okay. Das Problem ist, dass viele Menschen das, was in der Bibel steht, nehmen und für sich selbst auslegen, interpretieren, anstatt die Meinung oder das Verständnis zu gebrauchen, das Gott in seinen Worten mitgegeben hat. Und deswegen werden wir nächstes Mal anfangen, diesen Absatz der Verschmutzung auf Seite 23 nochmal zu lesen und darauf einzugehen und dann die Bibel dabei zu nehmen. Und dann werde ich den Punkt mit der Bibel nochmal besprechen, dass wir ganz klar wissen, was die römisch-katholische Kirche, das nehme ich gerne schon mal vorweg, was die römisch-katholische Kirche hier Verschmutzung nennt, freiwillige oder direkte oder indirekte Verunreinigung, eine Todsünde,
was die römisch-katholische Kirche eine Todsünde nennt, das ist in der Bibel keine Todsünde. Das kommt aus der falschen Bibelauslegung. Und das werden wir uns nächstes Mal anschauen. Vielleicht ein guter Grund, um sich bis zum nächsten Mal die Bibel anzuschauen, die Bibel zu lesen, wozu ich euch mit Freuden nach dieser Lesung hier heute entlasse. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Gottes Segen, möge Gott euch behüten und schützen und bitte lest eure Bibel. Shalom, Maranatha.